Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Mai ist es herrlich, Mai ist es schön. Und das, obwohl es trotzdem immer noch nur März ist. Aber ganz ehrlich, auch im März kann einiges Schönes passieren. Beispielsweise das mittlerweile vierte Jubiläum der Patreon-Mitgliedschaft von André L., der allererste, der damals im März 2020 beschlossen hat, hey, dieser Kerl könnte vielleicht irgendwie ein bisschen Unterstützung brauchen. Und das tatsächlich bis heute durchzieht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Da hat der liebe André sich dann im März 2024 übrigens auch ein ganz besonderes monatliches Wunschquickie ausgesucht. Nämlich nicht einfach nur irgendein Film, sondern eine komplette Serie. Eine, der muss man wirklich sagen, zweifelsohne wichtigsten Serien aller Zeiten, Raumschiff Enterprise. Die habe ich tatsächlich in den letzten Monaten bereits gesehen, bin aber noch nicht zum Review gekommen. Das werde ich dann in der nächsten Zeit nachholen. Auf jeden Fall dir vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung. Außerdem, wo wir gerade bei den Wunschquickies sind, da möchte ich mich an der Stelle auch beim lieben Hartwig Stolzlechner bedanken, der mich auch über eine Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube finanziell unterstützt und der ebenfalls ein Wunschquickie pro Monat offen hat. Da gibt's im März erst einmal den Film In drei Tagen bist du tot 2, womöglich nach seinem Wunschquickie von In drei Tagen bist du tot 1 im Februar. Nicht wahnsinnig überraschend. Eines kann ich auf jeden Fall schon spoilern. Im April wird's The Changeling, wobei das Review auch schon fertig ist. Und im Mai und Juni gibt's dann nicht zwei Filme, sondern zwei filmbezogene Dokus, auf die ich ehrlich gesagt auch wirklich, wirklich gespannt bin. Und last but definitely not least, das letzte Wunschquickie des Monats, das geht auf den lieben Aston Martin. Auch er bereits seit einiger Zeit hier mit dabei mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft und im März schauen wir uns noch seinen Wunschfilmkandidaten Chillerama an. Auch da ist das Review bereits fertig. Ich wollte es auch vor einiger Zeit bereits posten, hab's dann aber vergessen. Und momentan gehen wir ja hier auf dem Kanal unter in Blu-ray-Checks. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, aber zuerst auch noch ein fettes Danke an den lieben Martin Kalis, der mich über Patreon unterstützt und außerdem auf Facebook ein unterstützenswertes Projekt mit der Seite Stars and Me hat, wo man Fotos von sich mit berühmten Persönlichkeiten austauschen kann. Und ganz zum Schluss natürlich ebenfalls der liebe Kevin Zindler, der mit seinem Wuzi Filmbuchverlag gerade erst das absolute Meisterwerk jetzt auf Video von Florian Wurfbaum und Jörg Bauer veröffentlicht hat und auch für das Jahr 2024 sicherlich einige große und unterstützenswerte Projekte in der Pipeline hat. Aber jetzt mal gleich zum Thema Blu-ray-Check. Haben wir ja in der vergangenen Woche beispielsweise mit den Kanonen von Navarone einen der wahrscheinlich einflussreichsten und wichtigsten amerikanischen Kriegsfilme ever im 4K UHD Blu-ray-Check zu Gast gehabt. Nächste Woche geht's dann weiter mit den Wicked Vision-Veröffentlichungen zu Amok / Shizu, Tagebuch eines Mörders und Netherworld. Beziehungsweise habe ich wieder etwas Post bekommen von PlayOn Pictures, die mich hier mit dem, hoppala, Mediabook von Meteor mit Sean Connery und Carl Malden versorgt haben. Und das ebenfalls ein wirklich cooler Film und ein cooler Release. Schauen wir uns auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche hier im Blu-ray-Check noch einmal an. Aber ganz besonders fettes Danke geht in diesem Fall an Turbine. Da habe ich für diejenigen, die beim Live-Unboxing dabei waren, die kannten ja meine Überraschung und vor allem meine Freude über die Dinge, die ich da bekommen habe. Auf der einen Seite wirklich unerwartet, dass Turbine einfach Barbed Wire in 4K rauskloppt. Ich kann, obwohl es noch ein paar Tage dauern wird, bis das Review dann letzten Endes veröffentlicht wird, bereits jetzt sagen, dass der 4K-Transfer absolut fantastisch ist und dass sich das Upgrade bei diesem Titel definitiv lohnt. Aber ich habe dann außerdem noch ein kleines Überraschungspaket bekommen, das wir uns dann gleich noch ein bisschen näher anschauen, nämlich auf der einen Seite hatten wir ja vor kurzem bereits das absolute Trash-Meisterwerk Flash Gordon, der mit E, hier auf meinem Kanal zu Gast im Blu-ray-Check. Und nachdem ich eben diesen Film so liebe, hat mir Turbine netterweise auch noch Mediabooks mit den anderen drei Cover-Artworks zugeschickt, damit ich euch die dann im Bälde auch noch einmal ausführlich zeigen kann. Das mache ich allerdings auch nicht jetzt hier im Sammlungsupdate, sondern da gibt es dann noch einmal nächste Woche einen kleinen Upgrade-Blu-ray-Check, weil ich natürlich auch zu den Covers noch ein paar Informationen dann raussuchen möchte und ein paar Vergleiche ziehen möchte, damit ihr auch hier
zu die bestmöglichen Infos bekommt. Aber was mich tatsächlich auf den allerersten Blick am meisten überrascht hat, und ich werde es jetzt hier auf YouTube nur tatsächlich ganz knapp herzeigen, nur damit man mir dieses Video nicht irgendwie löscht oder demonetarisiert, denn ich habe wirklich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben plötzlich eine Ausgabe des Penthouse-Magazins in der Hand gehabt und mir zuerst einmal gedacht, okay, vielleicht ist es einfach nur ein kleines Goodie, dass die anderen Sachen in dem Paket nicht verrutschen. Nein, da ist ein mehrseitiger Drehbericht zu Flash Gordon drinnen mit einer Menge an coolen, die Seite kann man zum Beispiel herzeigen, an coolen Hintergrundfotos, Behind-the-Scenes-Geschichten und so weiter. Damit hatte ich auf den ersten Blick wirklich überhaupt nicht gerechnet und mich natürlich wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Vielen, vielen Dank für diese großartige Unterstützung, aber der liebe Wolf Janke hat mir außerdem noch eine kleine Überraschung mitgeschickt, nämlich ein Buch, das er selbst mitgeschrieben hat. Es gibt mit Sicherheit viele Begriffe, mit denen man Actionfilme beschreiben kann. Cinema Snobs und Spaßverächter verwenden dabei wahrscheinlich große Wörter wie reaktionär und gewaltverherrlichend. Aber wenn ich an eine Definition für Actionfilme denke, dann fällt mir immer wieder das klassische Zitat von Mila Jovovich in Das fünfte Element ein: mächtiges Badaboom. Und ganz ehrlich, Actionfilme können tatsächlich auf viele verschiedene Arten mächtiges Badaboom liefern. Auf der einen Seite wichtiges, politisch getränktes Erzählkino oder auf der anderen Seite die Sachen, wo sich die eigenen Synapsen gerne selber einen Kopfschuss verpassen. Aber was natürlich für einen großen Filmfan wichtig ist, dass er sein Lieblingsgenre auch irgendwie im Blick hat und vielleicht nicht einen großen Klassiker nach dem anderen übersehen hat. Und deswegen finde ich es immer wieder relativ cool, wenn es Leute gibt, die dann einzelnen Genres Bücher widmen und dabei beispielsweise die 199 besten Actionfilme und Actionserien sammeln, so wie es Wolf Janke und Michael Scholten in diesem Buch aus dem Schüren Verlag gemacht haben. Dabei gibt es, finde ich, bereits auf dem Backcover sehr vielversprechend ein Foto von einem, der definitiv 1,9 besten Actionfilme aller Zeiten. Ich liebe Phantomkommando. Aber natürlich kommt auch 24 hier unten ganz offensichtlich vor. Und was ich eben bei diesem, bei den Büchern dieser Art ganz besonders schön finde, ist, dass ich glaube, man hat das beim Intro von diesem Unboxing bereits bemerkt, kein großer Freund von Wissen, filmwissenschaftlichem Gedöns und quasi der Erklärwirtschaft bin und der Überinterpretation, sondern eben einfach diese Art Bücher, auch diese Art cineastische Begleitliteratur mag, die einfach so quasi die Lust und die Freude am Filmschauen vielleicht wieder aufweckt und dabei den ein oder anderen Tipp mit an Bord hat von eben vielleicht Dingen, hoppala, die man selber so noch nicht gesehen hat. Und das ist genau das, was ich mir eben von diesem Buch erhoffe. Interessanterweise zwischendrin noch mit einzelnen anderen Kapiteln wie besonderen Filmzitaten, besonderen Schlägereien, besonderen Explosionen. Das Ganze, wie ich finde, hier sehr schön aufbereitet, dadurch, dass eben jeder Film bzw. jede Serie quasi eine Seite hat, wo es kurze Stabangaben gibt. Hier zum Beispiel bei Avenging Force, dann eine kurze Beschreibung zum Film und, was ich natürlich auch besonders cool finde, auch persönlichen Ansichten, Meinungen und Interpretationen der Autoren, was eben solche Nachschlagewerke für mich auch zu etwas Besonderem macht, weil sie halt eben auch sehr persönlich und sehr charakterbezogen sind und man sich eben einfach hier persönliche Tipps und Empfehlungen abholen kann. Dabei kann man übrigens ganz sicher sein, übrigens interessanterweise, dass ein Teil der Seiten des Buches in Schwarz-Weiß ist, es dann aber doch noch einzelne Seiten gibt, wo die Bildausschnitte in Farbe sind, aber dass es natürlich dabei bei der Benennung der besten Actionfilme aller Zeiten sicherlich auch kontroverse Nominierungen geben wird, ganz besonders, wenn wir jetzt dann eben bei dieser
alphabetischen Liste uns ein bisschen nach vorne handeln. Ich finde eben, wie gesagt, diesen wundervoll einheitlichen Look und diese wirklich schöne Gestaltung von dem Buch mit eben immer ein oder zwei Seiten pro Buch, einzelnen Einschüben mit auch Interviews mittendrin. Das macht einfach Spaß, alleine schon einmal zum Durchblättern. Aber was mir auf den ersten Blick natürlich bereits aufgefallen ist, sind nicht die ausführlich erklärten besten Actionfilme aller Zeiten, sondern ganz zum Schluss warten dann auch noch die laut der Autoren schlechtesten Actionfilme aller Zeiten auf uns. Und das sind dann eben quasi die 19,9. Aber wenn ich dann Titel wie Air Force One oder Die City Cobra oder Cliffhanger da drinnen lese, dann weiß ich, das könnte einen kleinen Shitstorm mit sich bringen. Oder Roadhouse ist auf jeden Fall eine absolut coole Sache, weil wie gesagt, ich mag persönliche Bücher, ich mag diese filmischen Nachschlagewerke, die eben auch ein bisschen den persönlichen Touch haben und nicht eben einfach nur in quasi universitärer, kaum lesbarer Literaturfachsprache geschrieben sind. Von daher freue ich mich wirklich wahnsinnig drüber, sage danke für dieses Buch und freue mich auf die Lektüre. Falls jemand eben noch seine eigene Sammlung an Actionfilmen aufbessern möchte oder kontrollieren möchte, ob er da den ein oder anderen Klassiker vielleicht sogar übersehen hat, dann denke ich, kann man das hier definitiv empfehlen. Und man könnte mir natürlich definitiv auch empfehlen, hier im Sammlungsupdate ein bisschen besser aufzupassen, wo und wie ich mit Dingen herumwachel, damit mir nicht einfach jedes zweite Mal im Hintergrund der ganze Aufbau um die Ohren fliegt. Aber zugegeben, diese kleinen, leichten Emerages, die behalten halt auch nicht sonderlich gut. Wobei, bevor wir uns mit denen beschäftigen, haben wir hier noch ein kleines Werk hier von aus Amerika, von Arrow Video, das wir uns auf jeden Fall einmal etwas näher anschauen müssen. Es gibt schon klischeehafte Titel, muss man echt sagen. Also ein Horrorfilm, der sowas heißt wie Das blutrünstige Monster, ist für mich ungefähr so wie ein Western, der dann sowas heißt wie The Shootist. Witzigerweise, der zweite Film, der so ähnlich heißt, weil hat Michael Dudikoff nicht einen Western gedreht namens The Shooter? Auf jeden Fall ist allerdings in dem Fall vielleicht ein bisschen eine größere Actiongröße in diesem Film zu sehen als der gute Herr Dudikoff. Nämlich John Wayne. Dabei handelt es sich allerdings hier bei The Shootist um einen der späteren John Wayne Filme. Der stammt nämlich bereits aus dem Jahr 1976 und wurde von keinem geringeren als Don Siegel gedreht, der ja in den 70er Jahren auch noch Filme wie Flucht von Alcatraz oder Dirty Harry gedreht hat, der auch früher mit Titeln wie Nur noch 72 Stunden, Der Tod eines Killers, Der Henker ist unterwegs, Schüsse in Neu-Mexiko und so weiter einige interessante filmische Werke gebracht hat. Dabei ist bei dem Film The Shootist interessant, dass der bereits damals im Jahr 1977 über die Tobis in seiner ungeschnittenen Fassung und mit Jugendfreigabe in den deutschen Kinos gelaufen ist. Es gab Videokassetten, DVDs, der Film ist sogar in der Reihe Western-Klassiker über P-Ducks und Alive auf Blu-ray erschienen, wobei dieser Release aus dem Jahr 2016 bereits seit einiger Zeit ausverkauft ist und nur mehr zu relativ teurem Geld zu bekommen ist. Deswegen ist es vielleicht für den ein oder anderen interessant, hier eine amerikanische HD-Auflage von Arrow Video zu bekommen, also vorausgesetzt, man verfügt über die entsprechenden Möglichkeiten, Region Code A Blu-rays abzuspielen. Aber was ich halt im Gegensatz zur deutschen Blu-ray mit einem unglaublich potthässlichen Photoshop-Cover hier sehe, ist, dass dieses neu erstellte Cover-Artwork für die Arrow Video Blu-ray einfach nur absolut großartig ist. Ich mag vor allem diesen Stil, der hier gerade im Hut von John Wayne, so diese einzelnen Pinselstriche, fast so wie feinste Radierungen zeigt. Außerdem im Hintergrund diesen groben, grainigen Aquarell-Look, das ist ein wirklich wunderschön gemachtes und durchdachtes Cover-Artwork, das uns Arrow Video jetzt hier von dem neuen Zeichner Juan Esteban Rodriguez serviert. Ein Name, der gerade mit diesem Release übrigens das allererste Mal in den Rängen von Arrow Video auffällt, aber wo ich mir durchaus wünschen würde, in der Zukunft öfter Dinge von ihm zu sehen. Wir können da mal einen Blick auf das Backcover werfen. Da ist interessant,
dass für diesen Release eben ein neues 2K-Remaster von Arrow Video direkt erstellt wurde von diesem für diesen Release, was natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet, dass hier nicht dasselbe Master zum Einsatz gekommen ist, das wir eben bei der alten deutschen Blu-ray hatten und dass ich davon fast ausgehen würde, dass diese neue Abtastung von Arrow Video tatsächlich die alte deutsche ein bisschen, sagen wir mal, alt aussehen lassen würde. Wir können jetzt dann einmal hier einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir auf der einen Seite natürlich klassisch die Blu-ray mit demselben Motiv, das eben Arrow Video für diesen Release neu erstellt hat, beziehungsweise ein klassischeres Filmplakatmotiv hier auf der unteren Seite als Wendecover. Aber was ich bei dem Film The Shootist ganz besonders interessant finde, das ist, dass wir hier eine Menge an Goodies bekommen von Arrow Video, nämlich so viele, wie man das bei einem reinen Standard Keep Case im O-Card-Schuber Release gar nicht erwarten würde. Hier, das Wendecover-Motiv dann noch einmal auf der Rückseite von den beiliegenden Lobby-Cards. Da sind einzelne Motive aus diesem Film, die man eben damals auch zur Bewerbung von dem Film verwendet hat, auch noch einmal abgedruckt. Wobei ich in dem Fall wirklich genial finde, dass diese von den Farben her schon irgendwie ein bisschen grünstichig und alt aussehen. Ebenso, wie ich mir den Druck in den 70er Jahren tatsächlich vorstellen würde. Dann gibt es auch bei diesem Titel wieder ein zweiseitiges Wendeposter, wo wir eben auf der einen Seite neu gezeichnete Artwork von dem Zeichner mit dem langen Namen, ich habe ihn leider schon wieder vergessen, bekommen, beziehungsweise auf der anderen Seite dann eben auch hier jenes Originalplakatmotiv, das wir auch auf den anderen Designelementen von diesem Release vorfinden. Aber damit nicht genug gibt es bei diesem es gibt ein Backcover bei dem Booklet, damit hätte ich ja schon fast gar nicht mehr gerechnet, gibt es hier auch noch eben ein über 30 Seiten starkes Booklet, das wie bei Arrow Video typisch natürlich neben Kerstin Crew-Angaben dann auch noch ein paar Bilder aus dem Film, ein paar Essays und Texte, beziehungsweise dann natürlich gegen Ende auch die relevanten Hinweise zur Restauration von dem Film enthalten. Und damit finde ich eine wirklich tolle Beigabe. Und wenn man eigentlich bedenkt, dass es sich bei dem Release von The Shootist nur um einen Standard Keep Case Release handelt, dann finde ich, hat Arrow Video in diesem Fall aber wirklich das absolute Maximum an Möglichkeiten aus diesem Release und aus diesem Titel herausgeholt. Mit Lobbycards, mit Booklet, mit Poster bekommt man hier wirklich eine Menge für sein Geld und kann wirklich extrem zufrieden sein damit, dass es hier eben einen, muss ich echt sagen, eher der selteneren, wahrscheinlich sogar unbekannteren John Wayne-Filme eben in einer überarbeiteten HD-Fassung gibt. Da bin ich auf jeden Fall durchaus gespannt drauf. Aber worauf ich natürlich in diesem Sammlungsupdate ganz besonders gespannt bin, das ist das Mystery-Paket, das ich vom lieben Horror-Tobi in der vergangenen Woche bekommen habe und wo, so viel kann ich schon einmal spoilern, wirklich eine Menge an absolutem Wahnsinn enthalten ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon einmal riesig jetzt mit euch gemeinsam noch einmal sämtliche Titel aus diesem Mystery-Paket durchzugehen und dabei wahrscheinlich noch ein paar seltsame Details dank OFDB auszugraben. Danke auf jeden Fall schon einmal an den lieben Horror-Tobi für diese großartige Überraschung und viel Spaß beim beim noch einmal auspacken und näher durchschauen. Okay. Es ist natürlich ein bisschen problematisch, dass ich jetzt hier beim Sammlungsupdate hinter der Kamera sitze und mein mehr oder weniger permanentes Dauergrinsen gar nicht mal sehen kann. Aber wenn ich alleine hier vor mich blicke auf Titel wie Minky, der Affenspion, damit ich einmal endlich den ganzen Kritikern auf YouTube zeigen kann, ja, affige Unboxings, das kann ich wirklich, bis hin zu Gladiformers und Ant-Männern aus Deutschland. Was zum Teufel hat der liebe Horror-Tobi da wieder für einen Haufen geballten Wahnsinn gefunden und in ein wundervolles Mystery-Paketchen an mich geschickt? Da hatte ich wirklich eine Menge an Spaß, je nachdem welches Video ihr jetzt gerade seht, vor entweder ein paar Tagen oder ein paar
Minuten, dieses Mystery-Paketchen auszupacken. Aber es wird jetzt einmal an der Zeit, sich noch einmal etwas näher und genauer mit den enthaltenen Titeln zu beschäftigen. Denn während mir der ein oder andere vielleicht tatsächlich sogar ansatzweise was sagt, tappe ich bei mehreren anderen absolut im Dunkeln. Und das muss natürlich genau geändert werden. So, starten wir mal gleich hier mit Berserker. Mit Thor, der Berserker-Gottes, das im Original übrigens tatsächlich Berserker-Krieger der Hölle geheißen hat und da von Mac One oder MC One auf DVD erschienen ist. Der Film hatte damals eben quasi nur eine Standard-DVD-Plastikhülle, ist sogar schon in einer Version in meiner Sammlung, wobei in der UFDB hier nur steht, ach ja, nicht als DVD von Mac One, sondern eben die Intergroove-Neuauflage, wahrscheinlich dann eh auch mit diesem Titel, aber interessanterweise war dieser Berserker bislang eben nur in Standard-Definition in meiner Sammlung, gut, das heißt bei Labels wie Voulez-vous Entertainment relativ wenig, wenn sie in HD sind, aber zumindest haben Blu-Rays ja erfahrungsgemäß eine längere Lebensdauer als DVDs und damit ist das schon einmal ein nettes Upgrade, durch das man die DVD ersetzen kann. Dann ein Film, der mich bereits auf den ersten Blick so sehr fasziniert hat, dass ich tatsächlich in den zwei Tagen, die seit dem Mystery Unboxing bis hin zu diesem genaueren zweiten Blick auf die Titel vergangen sind, im wahren Leben, mir diese Blu-Ray von The Silent House bereits durch den Player gejagt habe. Ein Film, der zwar hier mit großem roten FSK 18 Sticker beworben wurde, der übrigens genauso wie sein Remake, das dann ein Jahr später in Amerika entstanden ist, aber in Wirklichkeit ab 16 ist, wo der 18er nur auf den Trailer zurückkommt, ist ein interessanter Film, nämlich quasi ein One-Shot-Ego-Perspektiven-Horrorfilm. Also Ego ist natürlich schwer zu definieren. Es gibt quasi, die Kamera wird quasi nicht direkt angesprochen. Es ist kein Found-Footage-Film. Der Kameramann gehört quasi nicht zum Film. Aber der gesamte Film wird in One-Shot, damit natürlich auch ein bisschen in wackeligerer Optik, damit der Kameramann halt mobil ist, erzählt. Aber es ist kein Wackelkamerafilm. Man merkt, dass der Kameramann sehr gezielt immer wieder auch ein bisschen weggeht, sich wo abstützt, damit die Kamera ruhig bleiben kann und dass das Gewackel hier eigentlich auf ein angenehmes Mindestmaß reduziert wird, dass die Atmosphäre und die Spannung eben gerade durch das Finstere und eben diese One-Shot-Thematik durchaus passt und der Film auch einen relativ coolen Twist zwischendurch drinnen hat, aber natürlich, was einige Leute kritisieren, dass es in Wirklichkeit für lange Zeit nur jemand ist, der durch ein dunkles Haus geht und sagt, ja, das ist natürlich nicht ganz unwahr. Ich hatte aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß bei The Silent House. Dann ein Filmtitel, der schon fast ein bisschen gruselig klingt, nämlich Mein Bauer, seine Kuh und ich. Das ist mit Sicherheit irgendwie eine gefährliche Dreiecksbeziehung, aber im Original heißt dieser Film eigentlich Der Typ vom Grab nebenan oder Wo die Liebe hinfällt. Also, wenn die Liebe in ein Grab hineinfällt, dann sollte man auf jeden Fall Jörg Buttgereit anrufen, aber das ist ein Film, der tatsächlich damals schon von EMS eben unter dem vorher genannten Titel auf DVD erschienen ist und das bereits im Jahr 2005, der dann später noch ein paar Neuauflagen eben auch von der EMS Nachfolger 3L bekommen hat und dann auch dieses, und das sage ich jetzt wirklich mit dem größten Respekt, der mir dazu einfällt, widerwärtig potthässlichem Cover, aber vor allem, wie man quasi sie einfach wie so in seinem schiefen Panini-Album einfach irgendwo draufgepickt hat, wie auch sein Gesicht so quasi von der Auflösung und von der Farbgebung her überhaupt nicht reinpasst, ganz ehrlich, wie sein Gesicht da über diese Landschaftsstraße drüber geht, das erinnert mich an dieses eine virale YouTube-Video von vor 25 Jahren. Aber das auf jeden Fall auch ein durchaus interessant klingender, muss man sagen, eher so romantischer Comedy-Film, der sich da im FSK 6-Spektrum bewirkt, wobei, wie gesagt, Mein Bauer, seine Kuh und ihr FSK 6. Möchte ich vielleicht jetzt, ehrlich gesagt, gleich direkt zum nächsten Titel übergehen, nämlich dem Sea Fog aus dem Jahr 2014. Das ist ein Film, der zwar hier beworben wird, dass er eben von
Bong Joon-ho präsentiert wird, was aber quasi mehr oder weniger so viel bedeutet, wie dass er eine Überweisung getätigt hat. Gedreht wurde der Film von jemand anderem, der aber in der OFDB nicht einmal ein eigenes Regisseurprofil hat. Das ist ein Film, der von Koch Films damals auf DVD und Blu-ray eben als Standard-Edition veröffentlicht wurde und über den es tatsächlich alleine aufgrund seiner Fassungen gar nicht mal so viel zu erzählen gibt, wobei ich auf der ersten Seite schon einmal das Cover-Artwork recht spannend und einladend finde. Interessant, dass es eben einer der Titel ist, der hier von Koch damals noch in einer 14mm in einer dicken Standard Amaray-Hülle veröffentlicht wurde, aber dass das Ganze durchaus natürlich auch mit seinen überwiegend bläulichen, düsteren Farben durchaus irgendwie spannend und beeindruckend erscheint. Hier gerade das klassische, ich nenne es einmal IT-Motiv, das wir dann hier auf der Disc haben. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ist auf jeden Fall ein Film, auf den ich mich schon sehr, sehr, sehr freue, den zu sehen. Und was ich wirklich spannend fand, ist gleich einmal der nächste Film namens Killerschlangen. Den hat mir der liebe Horror-Tobi nämlich gleich mit den Worten beworben, so quasi, welcher Film könnte sich denn dahinter verstecken. Hat er mir quasi extra in ein Kärtchen gesteckt, ist auf ein Zettelchen geschrieben, ist allerdings tatsächlich daran gescheitert, dass ich keine Ahnung davon hatte, weil ich diesen Film bislang noch nie gesehen habe und auch von diesen Killerschlangen wirklich noch nichts gehört habe. Es gibt hier zahlreiche deutsche DVD-Auflagen. Über Taurus Video kam der Film auch damals mit FSK 16 Freigabe bereits auf Videokassette auf den Markt. Und wenn man sich dann hier so diese Szenenbilder ansieht, vor allem eben jenes, wo er das Zettelchen draufgelegt hat, das sieht schon wirklich, wirklich witzig aus. Jetzt muss ich allerdings trotzdem, nachdem ich ja diesen Film eben nicht kenne, auch den lieben Tobi in den Kommentaren von dem Video fragen, ob die Benennung mit welcher Film daran liegt, dass sie sich hier vielleicht Bilder aus einem anderen Film geborgt haben und das mit den hier vorliegenden Killerschlangen wirklich rein gar nichts zu tun haben oder warum eben dieser Zettel genau auf diesem Bild war. War das Zufall oder hatte das wirklich eine genaue Botschaft? Leider konnte ich in dem Fall nicht mit de facto Wissen glänzen über eben jene Killerschlangen oder, keine Ahnung, David Cronenbergs Shiver mit Aalen, so wie das hier auf dem Cover eigentlich aussieht. Auch eine nette Art von Sliver, aber ich freue mich auf diesen Film auf jeden Fall ganz besonders. Dann wechseln wir zu einem anderen Titel, der bereits in mehreren Versionen hierzulande ausgewertet wurde. Der Film Sacra Corona. Ach ja, der Corona geht mir auch auf meinen Sacra und das schon wirklich, wirklich, wirklich lang. Aber dieser Film kam auch unter dem Titel Die Kreuzritter 3, die Krone des Königs auf dem Markt. Das war ja so quasi eine Filmreihe, die von dem Label MIG damals gegründet wurde, um einfach irgendwelche Filme, die thematisch vielleicht ansatzweise irgendetwas mit einem bestimmten Thema zu tun haben, zusammenzufassen, weil sich das offensichtlich ganz gut verkauft hat. Ich weiß noch, da gab es eine relativ lange Reihe mit den Chechenia Warriors, dann gab es eben die Kreuzritter, da gab es dann noch ein paar andere Filmreihen, die wirklich erstellt wurden aus komplett unzusammenhängenden Filmen, wo dann teilweise Teil 7 einfach 40 Jahre älter war als Teil 6. So, ein Film aus dem Jahr 2016 wird dann, oder 2006 war es damals eher, wird dann nachgefolgt von einem Film aus 1963. Also ganz, ganz wild, ganz, ganz absurder, eigentlich fast Etikettenschwindel, muss man in dem Fall sagen. Aber vielleicht der ein oder andere sehenswerte Film trotzdem mit dabei. Ich weiß es noch nicht. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass in diesem Mystery-Paket vom lieben Horror-Tobi ein paar sehenswerte Filme mit dabei sind. Nämlich einer, den ich wirklich schon seit langer, langer, langer Zeit gesucht habe und wo ich es kaum erwarten konnte, dieses cineastisch-trashige Meisterwerk in meine Sammlung aufzunehmen. Mutant City von, also produziert von Tsui Hark, de facto gedreht von Peter MacKay-Kitt, der beispielsweise als Regisseur aber nur 4 Filme gedreht hat und neben Mutant City Dinge wie All Night Long aus 1989, der nicht der All Night Long, okay, cool, aber Kadabra oder, was ich auch relativ cool finde, To Spy with Love, eine Actionkomödie aus 1990, die aber blöderweise auch aus Hongkong irgendwie nicht rausgekommen ist. Glücklicherweise gibt es allerdings Mutant City sehr wohl bei uns und ich glaube, ich brauche nicht viel mehr tun, als dieses Cover-Artwork in die Kamera halten, um zu erklären,
wieso ich diesen Film so dringend in meiner Sammlung gebraucht habe. Das sieht absolut unpackbar trashig aus, ist auch tatsächlich eine Manga-Verfilmung, basiert allerdings in diesem Fall die deutsche Fassung laut OFDB auf der Hongkong-Fassung, die damals gegenüber der Japan- oder Taiwan-Version ein bisschen gekürzt wurde, um mehrere Minuten vielleicht haben da die, ach nein, und auf der DVD ist dann tatsächlich die alternative japanische Filmfassung mit englischem Ton ohne deutsche Untertitel auch noch mit drauf und die Fassung läuft dann eben circa 4 Minuten länger. Man kann ja schauen, ob die netten Kollegen von schnittberichte.com das ein oder andere Detail zwischen zwischen diesen Fassungen haben. Da dürfte es großräumige Unterschiede geben. Ich sehe hier aber überwiegend ein paar Handlungsdifferenzen. Also da kann man sich für die Fassung entscheiden, die man gewohnt ist. Aber natürlich auf jeden Fall eine absolut großartige Sache, dass hier die alternative und etwas längere Version auch noch mit dabei ist. Über die DVD freue ich mich persönlich auf jeden Fall ganz besonders. Dann wechseln wir zu einem Titel, der mich ebenfalls ziemlich überrascht hat, nämlich dem Honorarkonsul mit Michael Caine und Richard Gere aus dem Jahr 1983, ein Film gedreht von John McKenzie, der beispielsweise auch Dinge gemacht hat wie The Infiltrator oder das vierte Protokoll, Griffifi am Karfreitag, die Satansbrut aus dem Jahr 1981, also Unman Wittering and Zigo, der zuletzt erst von Arrow Video in Amerika auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Aber hier bei dem Honorarkonsul handelt es sich um einen Film, der damals bei uns zahlreiche Auflagen auf Video bekommen hat, sogar von Canon zeitweise vertrieben wurde, beziehungsweise eben nach mehreren DVD-Auflagen sogar auch schon auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Aber ich muss zugeben, dass ich dieses gezeichnete Cover-Artwork von Amsel, Drossel, Fink und Star in diesem Fall wirklich absolut großartig finde. Das ist vor allem diese schöne Atmosphäre, als würde man eben hier wirklich durch dieses geschwungene Fenster hier quasi hineinblicken. Das ist extrem einladend, das ist extrem cool. Da freue ich mich wirklich drüber, weil das ein Film war, den ich sonst gar nicht auf dem Zettel hatte. Hier tatsächlich mit der Unterbringung von der DVD auch fast so aussieht, als würde sie eine Einheit bilden, eben mit dem alternativen Wendecover hier. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Dann kommen wir zu etwas natürlich ganz anderem. Etwas, wo ich wirklich Angst habe, weil ich glaube, sollten irgendwann einmal ganz kleine Zockis auf dieser Welt herumlaufen, werden die ziemlich schnell ziemlich verstört sein, weil wenn ich dann sage, hey, Papi hat so viele Kinderfilme, schauen wir doch mal einen davon an, glaube ich, dass ich ganz schnell ganz mobile Kinder habe, die nämlich wirklich schnell in andere Zimmer laufen können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welcher Teil von diesem Cover-Artwork für mich am furchteinflößendsten ist. Ich glaube, irgendwie diese unscharf wirkende Schrift, aber was mit diesem grässlich designten Einhorn oder diesem Shrek für Ganzarme hier auf der linken Seite oder diesem zweiten Shrek für Ganzarme, der ein kleines bisschen aussieht wie eine Fledermaus-Version von Moderator von You Don't Know Jack auf den ganzen Spieleboxen, was diese anderen wirklich furchtbar, grauenhaft gestalteten Charaktere hier sollen, gemeinsam mit diesem halbnackten Eisprinz. Ganz ehrlich, du bist ein Eisprinz! Wie wär's, wenn du nicht in der Badehose herumrennst? Weil ich glaube, dass das dem Eisprinzen in diesem Fall gar nicht hilft. Das sieht einfach nur gruselig aus, was die BBC damals offensichtlich erstellt hat. Aber ich fürchte, irgendwann einmal wird es um mich geschehen sein und ich muss mir diese 40 Minuten anschauen. Alleine, wenn ich eben sehe, wie auf diesem Backcover dieser Wald und diese Kreaturen davor dermaßen designtechnisch, aber sowas von überhaupt nicht zusammenpassen, das ist doch absolut grenzgenial. Das ist doch ein absoluter Genuss, diesen absoluten Mist vor sich zu haben. Damit hätte ich wieder mal überhaupt nicht gerechnet. Aber was mich dann wiederum auf der anderen Seite extrem überrascht hat, ist auch ein Film namens Ant-Man.
Also, End Rage, nur in der UFDP tatsächlich eingetragen als The Ant-Man aus 2002. Ein deutscher Kinofilm, bitteschön, der allerdings dann eben über Eurovideo auch auf DVD veröffentlicht wurde, nämlich in der Planet B Edition als Nummer 1. Ich habe leider keinen Überblick. Ach ja, hier, es gibt dann noch Mask Under Mask aus 2002 und Detective Lovelorn und Die Rache des Pharao. Das sind die beiden Titel, die dann als einerseits Mortal Beauty und andererseits als Lovelorn als Nummer 2 und 3 der Planet B Edition veröffentlicht wurde. Wieso gibt es davon 3 Stück? Und wieso vor allem gibt es einen, der in Wirklichkeit heißt Ant-Man, beziehungsweise eben Ant-Rage, der Ameisenmann, mit einem Titelschriftzug, der mich noch am ehesten erinnert an Baba Hotep mit Bruce Campbell. Aber das sieht, finde ich, absolut beeindruckend aus. Und da bin ich persönlich wirklich wahnsinnig gespannt darauf, was sich hier für ein Scheusal mehr oder weniger vor meinem eigenen filmischen Auge dann ausbreiten wird. Da freue ich mich schon einmal riesig auf die Sichtung und hoffe, dass ich möglichst bald für diesen Film Zeit habe. Auch wenn ich bislang mit diesem Global-Logo auf dem Backcover von Filmen einfach immer nur wirklich ganz, ganz furchtbare Erfahrungen gemacht habe und da einfach wirklich, also der absoluteste Bodensatz irgendeiner Filmkunst mit dabei war. Aber sie schaffen es dann doch auch immer wieder, mich mit einzelnen Titeln und einigen Filmversuchen zu motivieren, wieder mal hinzuschauen. Aber für mich aus diesem gesamten Mystery-Paket eine der genialsten Überraschungen und einer der Filme, über den ich mich am meisten freue. Ich kenne das Asian Film Network. Ich kenne absolut absurde japanische Filme von der Familie mit umgekehrtem Düsenantrieb mal angefangen bis hin zu The Calamari Wrestler. Eine DVD, die man neu im Marketplace von Amazon.de aktuell übrigens um 48 Euro bekommen kann, wo ich aber wirklich unglaublich froh und unglaublich dankbar bin, dass der liebe Horror Tobi mir dieses Machwerk hier in sein Mystery-Paket gepackt hat, weil ich habe, und ich, das tut mir wirklich weh, das sagen zu müssen, als riesengroßer Fan japanischer Filme und riesengroßer Fan trashiger Filme noch niemals zuvor etwas von dem Calamari-Wrestler gehört. Und deswegen ist das eine Bildungslücke und ein intellektueller Missstand, den ich definitiv so bald wie möglich ändern und aufholen muss. Ich freue mich riesig darüber, dass dieses Ding in meiner Sammlung ist und dass ich diesen Film hoffentlich in Bälde sehen darf. Aber damit noch gar nicht genug des Wahnsinns. Wir kommen auch zu einer der größten, ich muss wirklich sagen, cineastischen Überraschungen, die ich jemals aus einem Mystery-Paket herausgeholt habe. Alleine dieser Blick auf dem Cover-Artwork hat mir die letzten 2 Nächte Albträume beschert. Hier, Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same. Eine Kontaktanzeige, die wahrscheinlich ungefähr so große Erfolgschancen hat wie anderer Wahnsinn, den ich hier in diesem Mystery-Paketchen bereits gesehen habe. Aber das auf jeden Fall eine interessante Science-Fiction-Liebeskomödie, die es eben hierzulande nur im Original mit Untertiteln über Profun Media auf DVD gibt. Das Ganze übrigens natürlich mit damals der Bitte, die Inhaltsangabe vorzulesen. Das habe ich im Mystery Unboxing auch gemacht und es ist wirklich, wirklich ein absolut herrlicher Wahnsinn, der sich da vor unseren Augen ergibt, falls jemand hier noch einmal nachlesen möchte. Wobei ich an der Stelle auch relativ cool finde, wie die Aliens hier im Schattenriss zu sehen sind, wie eben auch die Roboter aus Mystery Science Theater 3000 oder ein paar Mal die Space Aliens aus den Simpsons. Aber insgesamt ist das ein Titel, der wirklich herrlich absurd klingt und wo ich mir denke, okay,
Wenn ich mal so richtig in trashiger Feierlaune bin, könnte das womöglich sogar ein interessantes Kapitel der Underground-Filmgeschichte sein. Aber für mich persönlich wieder ein absoluter Schritt nach oben mit einem Trash-Meilenstein der Sonderklasse, nämlich nur einer kann die Erde retten, nämlich der Power Warriors. Das passt ehrlich gesagt nicht ganz. Also, der Titel heißt auf der alten deutschen Videokassette von MVW wirklich Power Warriors. Mehrzahl. Nur einer kann die Erde retten. Das heißt, im Titel wird dann mehr oder weniger schon gespoilert, dass alle anderen von diesen Power Warriors irgendwie draufgehen oder unfähig sind oder unbrauchbar sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser 80-minütige Film dann von der Videokassette glücklicherweise gerettet wurde und auch irgendwie auf eine DVD gepackt wurde. Denn wir sehen hier auf diesem Cover bereits die allerbeste Power Rangers Alternative. Ist übrigens auch die amerikanische Version tatsächlich zu Power King, zu einem südkoreanischen Science-Fiction-Action-Horror-Film, der allerdings außerhalb von einer südkoreanischen VHS-Kassette nirgendwo weltweit gelistet ist in der OFDB. Und tatsächlich wurden auch hier bei den Power Warriors, damit wir hier wirklich eigentlich eine passende Referenz zu den Power Rangers haben, hier ein amerikanischer Film quasi teilweise nachgedreht und dann die Special Effect Sequenzen aus dem südkoreanischen Original einfach in diesen hineingeschnitten. Das ist mehr oder weniger eine Art, wie es auch Godfrey Ho quasi immer wieder mal gemacht hat, beziehungsweise wie es natürlich eben auch bei der gesamten Power Rangers Serie und dem dazugehörigen Gedöns üblich war. Das ist auch wieder mal so eine Entdeckung, wo ich einfach nur die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen kann und sagen kann, danke Horror, Tobi, ich hätte wahrscheinlich ohne dein Mitwirken niemals von diesem Film erfahren und es wäre mir, glaube ich, wirklich etwas dabei entgangen. Ich freue mich so, so sehr über diese DVD. Dann machen wir weiter mit etwas, das quasi die Straßen leer fegt, also nur damit die Leute nach Hause kommen können, um was anderes zu tun, als Wiener Lieder zu hören. Aber das ist mein Wien, also meines nicht. Ich hab's, wie gesagt, trotzdem immer wieder ganz gerne, wenn ich essen kann, ohne dass mir irgendwer das Schnitzel schimmelig singt. Deswegen ist das irgendwie eine Art Kultur, die sich mir noch nicht ganz erschlossen hat, also schon eigentlich, und deswegen finde ich's eher Arsch, aber ist natürlich ein Stück absoluter Wiener Geschichte und deswegen wenig überraschend, muss man ehrlich gesagt sagen, dass jemand, der in Deutschland über diese DVD stolpert und gerade zufällig dabei ist, ein Mystery-Paket in Richtung von Wien zu schicken, auch einen Platz für diese DVD hier drinnen reserviert, auch wenn ich glaube, wirklich ungefähr 80 Jahre zu jung bin für Wiener Lieder. Dabei sollte man allerdings auch nicht vergessen, dass ich ja, gut, also doch auch Filme schaue, die 80 Jahre älter sind als ich. Also ist eine interessante Sache aus der Geschichte Wiens. Aber wo wir gerade bei Affen sind, haben wir hier mit Project Spymate, Geheimaffe im Einsatz, eine DVD, die wirklich absurder nicht sein könnte. Oben auf dem Cover gleich einmal die absolute Drohung von den Machern von Disney's Air Bud. Okay, das war der Hund, der Basketball gespielt hat, oder? Ich hoffe, dass ich nie, nie wieder daran denken muss. Aber Minky, der Affenspion, ist anders als unser Charlie offensichtlich nicht nur erdnussbutterfressend im deutschen Fernsehen gesessen, sondern musste zwischendurch auch einmal nach Kanada, wo er dann 2006 irgendeine ganz wichtige Spionageaktion erledigen musste. Aber was ich ganz besonders arm und traurig finde, ist, dass in diesem Film, wenn das Cover versucht es uns vorzuenthalten, aber die OFDB lügt in so einem Fall leider nicht, kein geringerer als Pat Morita mitgespielt hat. Mr. Miyagi. Ich meine, ja, du hast sicherlich schon den ein oder anderen Affen trainiert, aber das hier ist wirklich, wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich freue mich riesig drüber. Also ich hätte
niemals, auch bei diesem Titel, niemals gewusst, dass so etwas existiert oder dass sowas jemals irgendwie in meiner Sammlung sein wird. Und deswegen, man kann sich irgendwie kaum vorstellen, wenn man nicht selber bekennender Trash-Film-Fan ist, wie sehr sich ein bekennender Trash-Film-Fan über so einen Trash-Film freut. Aber da gibt es immer wieder noch einen Schritt nach oben. Und ich glaube, eine der absoluten Krönungen des Trash-Films bekommen wir hier bei den Gladiformers. Ich glaube, da war definitiv niemand glad, an diesem Ding mitwirken zu müssen. Denn, übrigens, es gibt tatsächlich von diesem Film eine Cinema-Snob-Episode. Und es kam mir schon ein bisschen bekannt vor, würde in dem Fall auf jeden Fall einmal den Cinema-Snob empfehlen, der diese Video-Brinkado-Sachen immer sehr witzig besprochen hat. Aber Gladiformers ist quasi ein 70-minütiger CGI-animierter Film, der, es wird wahrscheinlich nach dem Cover niemanden überraschen, ein kleines bisschen von den Transformers inspiriert ist. Und da absolut dumm, dreist, klaut mit grottenschlechten Animationen. Wie gesagt, die Video Brinkado-Leute sind diejenigen, die uns auch Sachen wie The Little Cars oder Ratatoink präsentiert haben. Ratatoink übrigens tatsächlich ein Trash Abklatsch von Ratatouille, der so mies war, dass ich es wirklich nicht einmal geschafft habe, diesen Film auf YouTube fertig zu schauen. Aber wäre natürlich trotzdem geil, das auf DVD zu haben, weil das ist, finde ich, etwas, das muss einfach in seinem eigenen Kuriositätenkabinett stehen. Dabei ist in diesem Fall absolut genial und überraschend, dass sich da ein Label gefunden hat, das diesen Schlonz sogar nicht nur auf DVD veröffentlicht, sondern sogar noch importiert und deutsch synchronisiert auf DVD veröffentlicht. Holy freaking hell! Aber es gibt natürlich eben gerade aus animierten Zeiten auch generell etwas seltsames Programm. Ich präsentiere hier Joe Cartoon. Erstaunliches um Mensch und Tier. Wunderschön, wie das hier abgetrennt ist mit diesem Seil, wo sich diese hässliche orange Katze offensichtlich gerade versucht zu erhängen. Getrennt ist schräg bis zum Umfallen. Also Umfallen ist tatsächlich etwas, das mir durchaus einfallen würde. Der interaktive Online-Kult auf DVD. Was? Ich muss da auch noch mitmachen? Ich habe wirklich keine Lust, so auszusehen. Aber Joe Cartoon ist Gerbil, die Rennmaus in der Mikrowelle. Was? Was? Ein Beispiel artgerechter Haltung von Kleingetier und Klassiker der abgehobenen Welt der Internetanimation. Das ist Joe Cartoon. Was? Was? Wir reißen unsere Beine, Arme und Köpfe für euch ab. Was? Na okay, hier gibt's auf jeden Fall ein paar kurze Cartoons, die insgesamt dann aber trotzdem 2 Stunden dann. Ich muss da irgendwann mal reinschauen. Das klingt auf jeden Fall nach etwas, das damals so im Fahrwasser der Happy Tree Friends wahrscheinlich dahergekommen ist und dann eben bei uns sogar auch noch auf DVD veröffentlicht wurde. Da gab's ja eben einige von diesen erwachsenen Cartoons und von diesem ganzen Wahnsinn. Aber es ist immer wieder unpackbar, wenn man sowas dann wirklich in der eigenen Hand hält und sieht, dass es sich dabei nicht nur um ein reines Gerücht handelt, dass das existiert, sondern dass es wirklich, wirklich existiert. Dann kommen wir hier zum allerletzten Ding, das ich in diesem Mystery-Paket vom lieben Horror-Tobi vorgefunden habe, nämlich die Creature-Feature-Selektion von Splendid. Das bedeutet, dass sie 4 Titel genommen haben, die sie bereits zuvor anderwertig ausgewertet haben, aber diese dann noch einmal in einem einheitlichen Design als 4-Disc-DVD-Schuber veröffentlicht haben. Dabei bekommen wir auf der einen Seite den wundervollen Trash-Heuler Sand Sharks. Das ist ein Film, den ich natürlich bereits in einer alten Fassung in meiner Sammlung habe, weil ich glaube, niemand, der mich kennt, hätte angenommen, dass es einen Film wie Sand Sharks geben darf, der nicht in meiner Sammlung ist. Dabei finde ich allerdings relativ cool, wie sie dieses Cover-Artwork hier angepasst haben auf dieses orange, einheitliche, eben im Stil auch von den anderen Titeln aus dieser Reihe. Das finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool und ziemlich schön homogen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dann mit den anderen Titeln auf sich hat und wie viele ich davon doch in meiner Sammlung habe. Schauen wir mal weiter zu Jurassic Attack. Hier in Rot gehalten, finde ich eigentlich dieses Cover-Artwork schon absolut großartig. Ist ja auch mehr oder weniger das selbe Leitmotiv, das es auch
in den anderen Veröffentlichungen gibt, nur halt dann eben mit natürlicheren Farben und diesen nicht dermaßen stark verändert und verfremdet, aber das auf jeden Fall einer von diesen klassischen Dino-Action-Heulern, die absolut genial in meine Sammlung und in mein Regal passen. Ich sehe hier einen unglaublichen Predator-Abklatsch eigentlich auf diesem Backcover. Und wenn es denn wirklich so sei, dann wäre das für mich ein absolutes Highlight. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf meine 1,5 Stunden Zeit mit Jurassic Attack. Weiter würde ich dann gleich machen mit dem nächsten Titel aus dieser Reihe, nämlich Spider City, Spider City. Da sind nicht nur die Spider-City oder wie auch immer man das ankündigen könnte. Das ist aber ein Film, der tatsächlich von Tibor Takacs gedreht wurde, der beispielsweise auch Dinge gemacht hat wie Mosquito Man und Deathline und Sabotage, Dark Assassin, Viper, ein Ex-Cop-Reun auf Gate 1 und 2, Hardcover im Jahr 1989 und so ein paar komische andere Ratten und Spinnen und so weiter Filme. Ich mag das trashige Oeuvre von diesem Regisseur und freue mich deswegen, dass hiermit eben einer der Filme aus seiner Filmografie, die ich bislang noch nicht in meiner Sammlung gehabt habe, eben auch in meine Sammlung gerutscht sind. Da erwarte ich mir und freue ich mich auf absolut herrliche, trashige Special Effects. Vor allem hier diese Hard-Boiled Reference auf dem Backcover finde ich dann persönlich schon einmal gleich ganz, ganz überraschend. Aber damit dann letzten Endes nicht genug. Ein weiterer Film ist in dieser Creature Feature Box noch drinnen und auch dabei handelt es sich sicherlich um ein absolutes Highlight, nämlich der Ork Wars. Das ist ein Film aus dem Jahr 2013 von Cole Glass. Ja, das ist blöd, dann muss man es waschen. Der von Splendid damals tatsächlich schon vor Ewigkeiten auf DVD veröffentlicht wurde und auf Blu-ray lediglich in einer Ork-Box oder eben auch in der Creature Feature Selection, die es auch auf Blu-ray gibt, wie ich gerade hier in der UFDP sehe, veröffentlicht wurde. Aber das ist ein quasi Klassiker, hier sogar mit einem etwas anderen Cover als auf der alten Veröffentlichung, wobei hier dieses Motiv mit dem abgetrennten Kopf wirklich absolut witzig und interessant finde. Eben auch der etwas andere, ältere Schriftzug. Das ist, muss man sagen, wieder ein Film, der so herrlich trashig und so herrlich inkompetent wirkt, gleich einmal auf den ersten Blick, dass ich es wirklich, wirklich kaum erwarten kann, diesen Film dann auch zu sehen. Und damit möchte ich mich an der Stelle wirklich ganz, ganz, ganz recht herzlich bei dem lieben Horror-Tobi dafür bedanken, wieder mal einen absoluten Haufen von absolutem Wahnsinn für mich in diesem Mystery-Paket eingepackt zu haben. Ich glaube, du hast es mitbekommen. Ich freue mich riesig, was für trashige Meilensteine der Schundfilmgeschichte hier mit ins Paket gewandert sind. Kann es kaum erwarten, das zu sehen. Möchte noch einmal sagen, vielen, vielen Dank an dich. Du hast mir eine riesige Freude damit gemacht. Und abschließend vielleicht noch der kleine Hinweis, falls von euch jetzt jemand auf die Motivation gekommen ist, mir ebenfalls ein kleines Mystery-Paket hinzuschicken, bitte einfach eine dezente E-Mail an playzocker@gmail.com schicken und wir können uns dann alles weitere ausmachen. Aber jetzt an dieser Stelle abschließend noch einmal danke zum mittlerweile übrigens 7. Mal für das 7. Mystery-Paket an den absolut, absolut großartigen Horror-Tobi. Und damit brauche ich jetzt irgendeine Überleitung zum Ende von diesem Sammlungsupdate und ich weiß, das Wort großartig wäre vielleicht ein bisschen überkandidelt. Aber ja, wir haben wieder eine weitere Woche hinter uns gebracht und dabei finde ich aber einige wirklich schicke Sachen neu in meiner Sammlung gesehen. Allen voran natürlich das großartige Mystery-Paket vom lieben Horror-Tobi, wo wirklich einige für mich absolute Highlights mit dabei waren. Aber ich freue mich natürlich auch auf und über die Pakete, die ich da von Play on Pictures bzw. ganz besonders von Turbine bekommen habe. Auch hier noch einmal fettes Danke an Wolf, vor allem für das absolut großartige Flash Gordon Paket, wo wirklich einige tolle Überraschungen dabei waren, über die ich mich sehr gefreut habe. Außerdem habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ihr auch diese Woche wieder also live näht, aber ihr wisst, was ich meine. Mit dabei war es beim Sammlungsupdate für alle freigeschalten, wie üblich am Sonntag um 17 Uhr. Für Kanalmitglieder bereits immer etwas früher abrufbar. Falls das jetzt für dich irgendwie interessant klingt, dann wirf bitte einen kurzen Blick in meine Videobeschreibung. Da gibt es Links zu den Möglichkeiten, mich über Patreon bzw. YouTube mit einer Kanalmitgliedschaft oder einem Patreoni
keine Ahnung, wie das heißt, zu unterstützen. Das war's auf jeden Fall für das Sammlungsupdate diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche. Bleibt gesund und schaut hoffentlich das ein oder andere Mal hier auf meinem Kanal auch wieder rein. Es wird tagtäglich neue Blu-ray-Checks geben, am Donnerstag um 16.30 Uhr natürlich wie gewohnt die nächste Folge von Depp und Deppert. Und selbst falls euch das alles nicht interessiert, vielleicht einmal ein Mystery-Unboxing mit neuen Paketen oder allerspätestens genau in einer Woche wieder Sonntag 17 Uhr die nächste Ausgabe vom Sammlungsupdate. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ciao!